Dann kommen wir jetzt also zum Gleichungssystem. Und zwar haben wir hier nochmal die Bedingung aufgeschlüsselt. F von 10 musste 0 sein. Das heißt, der Punkt B liegt ja bei 10 und 0. Das bedeutet, wir setzen 10 ein in die Ausgangsfunktion. Die heißt ja ax hoch 3. Deswegen setzen wir für x 10 ein. Dann kommt da 1000 raus. 10 hoch 3 ist 1000. Also 0 gleich 1000 a plus 100 b plus 10 c. Wer das jetzt nochmal genauer sehen will, wir haben eine ganze Menge Rekonstruktionsvideos bei uns auf der Seite. Einfach mal danach suchen mit der Suchfunktion von der Startseite aus, also von oberprima.com. Die zweite Bedingung war dieser Tiefpunkt. Und das hier ist jetzt der Punkt 7,5 und minus 3. Minus 3 ist gleich, und jetzt wird 7,5 eingesetzt in diese Gleichung, und zwar auch wieder in die Ausgangsgleichung. 7,5 hoch 3 ist offensichtlich 421,875. Ja, das tut mir nun leid, irgendwie. Ich musste ja die Aufgabe ein bisschen abwandeln, damit ich da nicht copyright-technisch mit dem Dr. Müller oder wie er heißt, konfrontiert werde, dereinst. Und deswegen wird das jetzt hier ausgerechnet: 421,875a plus 56,25b. 56,25 ist nämlich 7,5 zum Quadrat plus 7,5c. So, da das ja auch noch ein Tiefpunkt oder ein Extremum ist, muss ja auch gelten, dass an der Stelle 7,5, also x gleich 7,5, für die erste Ableitung muss gelten, das muss gleich 0 sein. Ja, weil für jedes Extremum gilt, die erste Ableitung für den x-Wert ist 0. 0 gleich, und das hier ist 7,5 eingesetzt in in die erste Ableitung. Das hier ist 7,5 eingesetzt auch hier für den Term, wo es b auftritt. So, jetzt haben wir hier ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten. Andersrum, drei Gleichungen, drei Unbekannte. Und das lässt sich eindeutig bestimmen. Dafür löse ich jetzt als ersten Schritt die erste Gleichung auf. Und zwar habe ich mir da einmal ausgedacht, nehme immer c als erstes, also immer den letzten Buchstaben. Das kann man aber auch gerne anders machen. Wenn ich das hier auflöse, dann nach c, dann hole ich ja diese beiden darüber und teile durch 10. Dann steht da 1 nach c aufgelöst. C ist gleich, ne, 1000 drüber sind minus 1000, durch 10 sind minus 100a minus 10b. So, den Teil kann ich jetzt hier in die zweite Gleichung einsetzen. Und das mache ich dann auch gleich mal. Dann nehmen wir hier. Also minus 3 ist gleich, so 421,875a plus 56,25b und dann plus 7,5 mal in Klammern diesen Term, minus 100a minus 10b. Wenn wir das Ganze auflösen und ausrechnen und hast du nicht gesehen, irgendwie, dann kommen wir nachher dahin, dass wir eine Gleichung haben, wo nur noch, ja, ist ja jetzt auch schon so, nur noch a und b drin sind. Und das lösen wir dann nach b auf. Wenn man das jetzt hier einmal im Schnelldurchlauf haben will, haben wir b gleich minus 17,5a plus 0,16. So, dann haben wir b und c schon mal, und diese beiden Erkenntnisse, also ich kann jetzt halt. Erster Schritt wäre, dieses b nochmal hier einzusetzen für c, also in die c-Gleichung. Und zwar nehmen wir minus 17,5a plus 0,16 und setzen das hier ein für das b. Das werde ich jetzt mal hier sofort live machen. Zack. Das b wird substituiert durch minus 17,5a plus 0,16. Hat den Vorteil, wir haben dann C auch nur mit A ausgedrückt und B nur mit A ausgedrückt, und diese beiden Erkenntnisse setzen wir dann in die dritte Gleichung ein. So, das wollen wir jetzt aber noch mal einmal ein bisschen genauer haben, und deswegen machen wir einen neuen Screen.